Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Dark Side Detective. Wir haben die Dark Side in der letzten Folge, haben wir gequatscht und das Autogramm bekommen und jetzt haben wir ein Kostüm, das wir uns anziehen müssen, damit wir in die Umkleide kommen. Ich habe noch kein Outfit, ich bin mir nicht sicher, was mir noch fehlt. Du hast, wie soll El Julio es ausdrücken, unhöflich zu werden? Du hast eine Polizistenfrisur, wenn du durch willst, musst du sie irgendwie verbergen, sonst rufst du sofort auf. Das wäre ein Gimmick ohne Requisiten. El Julio hatte früher eine Pistole, aber inzwischen gilt es sogar beim Wrestling als unangemessen, in die Menge zu feuern. Jetzt trägt er diese lustige Mütze. Wir könnten noch die 3D-Brille mit dem Outfit. Das ist ein Regelverstoß. So einfach mal reinzukommen. Trenchcoat-Fuzzis haben ihn ja überhaupt nicht zu suchen. Ich glaube, ich brauche eine Verkleidung, wenn ich da rein bin. Besetzt. Für einen Schlag unter die Gürtel. Ja. Was brauchen wir noch für Dings? Dieser Mülleimer ist voll von Zeichnungen, realistischer Zeichnungen von Wrestlern. Ich war auf der Kunsthochschule, eine der Jahresbesten hat auch Vorstellungen gemacht. Aber als Künstler verdient man nichts, da kriegt man nicht mal einen Bausparvertrag. Geschweige denn die Kohle dafür, also unterstützt man die Bodies und Clotheslines und wahre Leidenschaft. Hatten wir auch schon mal. So, wir kommen also immer noch nicht in die Garderobe. Ah, meine Ohren. Entschuldigung, wirklich. Max, bin ich auch so ein Leute. Wenn du erwachsen bist, naja, vor allem und zieh dir das Mal wohl nie zu alt. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen. Sorry, danke. Ups, ich meinte, danke. Was trinkst du da? Das hatten wir auch schon. Hey du, ich brauche eine Perücke für polizeiliche Zwecke. Auf keinen Fall. Ich brauche ihn, die brauche ich, um mich warm zu halten. Dies ist eiskalt, aber vielleicht wäre ich bereit für einen Handel. Ich glaube, du meinst einen Kuhhandel. Ja, genau. Besorg mir einfach ein Oberteil, dann kommst du weiter in den Kuh, komischer Kauz. Eigentlich wollte ich nur... Egal. Na dann, hier kriegst du hier vom Outfit. Aber wir brauchen Oberteil. Es tut gut, sich hier unten ab und unter das gemeine Volk zu mischen. Wir brauchen also ein Oberteil. Weiter so, schlag ich ins Gesicht, das Gesicht frei. Sind Sie ein Manager? Wessen? El Julius? El Julius hat keinen Manager. Er sagt, er wäre frei für Ihren Vogel. Also managen Sie seinen Gegner. Nö. Hatte ich, glaube ich, alles schon, genau. So, wir brauchen Sally, hey. Detective? Was für eine Überraschung, dich hier zu sehen. Ich bin auch überrascht, dich hier zu sehen. Aber ich verpasse keinen Schatz, eng geölten Männern in kurzen Hosen beim Captain zu sehen. Das erklärt die Gerüchte über die Partys, die du veranstaltest. Und auf die du mich nicht einlädst. Na Gott, das kennen wir alles schon. Töte ihn, kratze ihm die Auto im Gesicht und dann wir her. Das hatten wir alles schon. Ich bin hier, Lieblingswrestler anzufreunden. Red Hand. Hat so viele Leute beobachtet. Ja gut, das kennen wir auch schon. Fan mit Schild. Nie wieder Krieg. Als ich das Schild gebracht habe, wusste ich nicht, was das hier für eine Veranstaltung ist. Okay, so. Der dreidimensionale Mann wäre kein guter Ringname. Wäre ein Schlag in die Gürtellinie. Hier das Outfit selbst brauche ich halt alles noch. Ein Oberteil, na klar. Hier gibt es alles mögliche, von T-Shirt bis hin zu noch mehr T-Shirt. Es ist zwar nicht so einfach, das Sortiment an Felderdecken zu erweitern, viele Händler haben Mindestbestellmengen. Ich würde ungern nur 500 Neopren, die halt an die Irre zurückbleiben. Wir will schon Irre sein Getränk stehen haben. So ein Dollar, schön. Ein T-Shirt bitte. Hier bitte, und das ist das Wechselgeld. Ah, warte mal, Wechselgeld. Es ist ein Cent. Zählt eine einzelne Münze eigentlich als Kleingeld? Ein T-Shirt mit einem Wrestler, den ich nicht erkenne. Nicht, dass es Wrestler gäbe, die ich erkennen würde. Ja, so, dann gehen wir mal hier zum Münzautomaten.
klappt nicht, dann in die Jukebox. Ein T-Shirt für 99 Cent und ein Song aus der Jukebox für 1 Cent? Das scheinen mir vollkommen vernünftige und normale Preise zu sein. Zeit versus anständige laute Musik. Oh Mann, wer hat diesen Müll aufgelegt? Das saugt die ganze Magie aus meinem Gitarrenspiel. Dann werde ich den alten Seiten und meinen virtuosen Fingern wohl eine kleine Pause gönnen. Aber keine Sorge, schöne Frau, dieser grässliche Lärm wird nicht mehr vorbei sein. Oh, hoffentlich nicht. Die Gitarre. Ich sollte sie mitnehmen, bevor die laute Musik können, bevor die Frau dessen Kerl umkommt. Ein Verbrechen, für das sie kaum ein Gericht verurteilen würde. Uli, sag das nicht so laut. Yay, die Gitarre haben wir jetzt. Eine Gitarre, auf der ich nicht spielen kann. Da haben wir etwas gemeinsam. Ich habe noch kein Outfit beisammen, aber ich bin mir nicht sicher, was mir noch fehlt. Du hast, wie soll das halt Uzi ausdrücken, ohne unnötig zu werden oder eine Polizistin oder Bett? Das können wir noch. Ah, oh, ist das wirklich hier viel besser als vorher. So. Oh, Stuhl, oh Gott. Ich kann dich nicht fassen, dass du dich nicht einschreitest. Ich bin froh, dass die ganze Veranstaltung bald vorbei ist, weil es kein Morsch. So, Freund Basi, hier hast du ein T-Shirt. Versprochen ist versprochen, hier hast du meine Haare. Das ist bestimmt ein Satz, von dem du dachtest, dass du nie sagen würdest. Warum hätte ich das denken sollen? Es ist einfach nicht sehr wahrscheinlich, dass man so etwas jemals sagt, oder? Das stimmt, aber wenn, wer sieht schon rum und denkt darüber nach, was er sagen würde? Und das nicht. Es gibt Hunderttausende von Wörtern, Milliarden von Möglichkeiten, sie zu kombinieren. Da hätte man ja keine Zeit mehr für Antworten. Wahrscheinlich nicht. Und so seltsam ist der Satz, versprochen ist versprochen, hier hast du meine Ware aufgenommen. Es wäre wahrscheinlicher, dass ich Marmeladenschädel rollen, blubbernde Hände auf dem Glatteis oder sowas sagen würde. Und doch hast du es gesagt. Touché, Detective. Touché. Oh Gott. Eine Heavy-Metal-Perücke. Das ist eine Rockballaden-Perücke. Das sollte für ein glaubhaftes Wrestler-Outfit genügen. Hält Julio stimmt zu. Wrestler-Outfit. Oh yeah. Ich schätze, ich muss das jetzt anziehen. Du könntest dich Honky Tonk Detective nennen. Okay, probieren wir das mal ein. Oh yeah, Elvis is bereit. Hallo, alles in Ordnung? Du siehst deprimiert aus. Völlig deprimiert, wenn ich hier wache schon. Also ich bin als Wrestler gekommen, nicht als Türsteherin. Aber ach, hab so viel Angst vor, soll ich Fans gewinnen, wenn ich nicht in den Rücksteigen darf? Ah, du sollst durch die Hintertür rein, du Pappnase. Es gibt eine Hintertür? Natürlich, und die ist garantiert. Was hier ist schließlich keine Bank. Der sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, oder? Senor Detectivo. Ah, El Dunio. Da bist du ja. Senor Detectivo. Bist du bereit für unseren Kampf, mein Freund? Duli, wer ist das? Bitte, Senor. Ich weiß wirklich nicht, wer dieser Duli ist. Mein Name ist El Dulio. Das hier ist mein bester Freund und Tag-Team-Partner, Senor Detectivo. Habe die Ehre, Senor Detective. Dein bester... Du hast einen anderen Partner? Partner? Ja, mein bester Freund. Heute Abend kämpfen wir gegen den Overgiver und seinen Dämon. Im Namen unserer Freundschaft. Der Urfreundschaft, wenn du so willst. Der Freundschaft, an der alle anderen Freundschaften gemessen werden. Und dann für minderwertig befunden werden. Aber genug von unseren Freundschaften. Du arbeitest immer noch an meinem Fall, nicht wahr, mein neuer Freund? Ja, ich muss herausfinden, wer dieser Overgiver ist. Vielleicht gibt es in diesen Schließfächern einen Anhaltspunkt? Du kommst mir bekannt vor, neuer Freund meines Freundes. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich kann dich gerade nicht zuordnen. Hat er dich dazu angestiftet? Wozu soll er mich angestiftet haben? Ich verstehe leider nicht, was du meinst. Wie lange bist du noch mit diesem Senior-Detektiv befreundet? Mit dem Detektiv, Senior Detectivo Freund. Ich nehme an, sein Name ist Spanisch für bester Freund. Da liegst du daneben. Sein Name bedeutet etwas anderes. Aber wir sind trotzdem schon seit vielen Jahren beste Freunde. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange. In einer solchen Freundschaft vergeht die Zeit wie im Flug und wendet sich gegen alle Gesetze der Physik. Da sind fast nur Socken und Unterhosen drin.
Das ist die Standardbekleidung von Wrestlern. Ich beneide eure Wäscherei nicht. Der Schließfach von Jeff Squiggles. Ich muss den echten Namen des Obergivers herausfinden, um zu wissen, welches sein Schließfach ist. Hier muss irgendwo eine Art Büro sein. Arena, nach rechts, Sporthalle. Vivian Moonman. Danny die Schaufel Shovelman. Dwayne Fistbender. Swift Gibson, also kann ja auch 5 oder 1 sein, ganz ehrlich. Dusche. Hunter. Ein leerer Wasserspender. Ich hab das Wasser rausgekippt, um meine Gegner zu dehydrieren. Ein waschechter Bösewicht. Dieser Ort erinnert mich daran, wie ich in der Dark Side nach dir gesucht habe. Ich war noch nie auf der dunklen Seite. Ich bin einer von den Guten. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Bitte keine Rückblick. Vielleicht trägt er sogar noch seine Uniform. Er zeigt gerne, dass er Polizist ist. Für den Fall, dass die Leute nach jemandem bestechlichen. Da muss ich kurz nachdenken. Mist, ich muss ihm helfen. Vielleicht geben sie mir einfach ihre Visitenkarte und ich melde mich bei ihnen. Natürlich, danke. Alle Zeiten. Es ist wichtig, die Beine nicht zu vernachlässigen. Stemmst du, Bruder? Ich stemme, Bruder. Stemmst du, Bruder? Bruder, ich stemme, aber stemmst du überhaupt? Bruder, ich stemme. Du, Bruder? Bruder, ich stemme, Bruder. Ich stemme. Stemmst du, Bruder? Stemmst du? Klar, Bruder, ich stemme. Ich stemme, Bruder. Du glaubst gar nicht, wie ich stemme. Bruder. 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 Bruder? Bruder. Eine Brechstange. Die sieht nützlich aus. Die ist auch nützlich, und zwar für mich. Finger weg! Ich muss diesen Kerl ablenken, wenn ich die Brechstange will. Lenk ihn bitte in die Dusche ab. Er ist eine Gefahr für seine Umwelt. Es geht nichts über schweißtreibendes Training von einem. Du gehst verschwitzt in den Kampf? Natürlich, das verschafft mir einen Vorteil. Die Gegner wollen mich nicht anfassen und von meinen Gestanden geduldet werden. Manchmal bin ich so glitschig vor Schweiß, dass ich ihn durch die Arbeit leite. Das klingt sehr unangenehm. Was meine Gegner denken, kümmert mich nicht. Und das Publikum sieht nicht, dass ich für eine Ferkel bin. Solange ich sauber aussehe, muss ich mich nicht waschen. Ich hoffe, dass ich nie gegen dich in den Ring steigen muss. Ab in die Dusche. Handtuchhalter. Ein Halter für Handtücher. In der Lounge feiert El Dulio seine Siege, aber hier zieht er sich nach Niederlagen zurück. Oh, weint er etwa in der Dusche? Ich glaube, der Schweiß des Wrestlers hat ihn zum Osten. Nur eine Dusche für all diese Männer? Wir haben ein strenges Rotationssystem. Wenn man sein Zeitfenster verpasst, macht man sich eine Menge Feinde. Kriegen wir gerade nicht an. Oh. Uff, Schluss damit. Schlag unter die Gürtellinie. Okay, wir können also hier noch nichts machen. Wir brauchen quasi aufgrund vom Rotationsprinzip hier noch ein bisschen weiter. Da ist er ja. Wen haben wir denn da? El Dulio und einen wichtigen Lakaien. Hey, bereit für deine Abhaken? Nein. Ich würde das gerne anders regeln. Vielleicht kann ich dir eine Entschuldigungskarte schreiben. Die einzige Karte, die mich interessiert, ist die, auf der steht, wann unser Kampf stattfindet. Und es ist bald. Mein Dämon wird dich so platt machen, dass du nur noch eine Dimension kennst. Wir müssen herausfinden, woher dieser Dämon gekommen ist. In diesen Schließfächern muss es einen Anhaltspunkt geben. Aber bei welches ist das Richtige? Hier muss es irgendwo Aufzeichnungen geben. Ah, das hatten wir doch schon geklärt, Mann. Ich bin auch diesmal nicht als Cowboy verkleidet. Ich meine auch nicht, dass du der Cowboy bist, sondern ein Cowboy. Mann, das ist eine höfliche Umschreibung für Dummkopf, genau wie letztes Mal. Verdammt, ich habe es durch meine Erklärung nur wieder, ruiniert. Näher ran, Marv, näher ran. Alles schön in der Aufnahme und nicht wackeln. Verdammt, Marv, zu nah, zurück, zurück. Die beiden haben mir gerade noch gefehlt. Heute bist du völlig El Dulio.
Noch irgendeine Botschaft an die Zuschauer? Sobald ich meinen ersten Kampf gegen El Pollo und Detektivo gewinne, werde ich hier alle Kämpfe gewinnen und dann knöpfe ich mir den Bürgermeister vor. Und bald wrestle ich mir meinen Weg ins Weiße Haus. Die Verfassung sollte dem nicht im Wege stehen. Viel Glück, junger Mann. Ich bin kein junger Mann. Oh, Verzeihung, viel Glück, alte Frau. Ha! Es geht sogar noch weiter rechts, okay. Was gibt's? Warum bist du so wütend auf El Duel, auf ihn? Ah, das hat nichts mit El Duel zu tun. Ich habe es einfach nur satt zu verlieren. Seit einer Ewigkeit trainiere ich buchstäblich seit Wochen. Ich sollte eigentlich schon Champion sein. Das hätte mein Kampf sein sollen. Aber er wollte stehlen. Hm. Wenn sich hier niemand an die Regeln hält, dann muss ich das auch nicht. Moment mal, bist du nicht der Junge aus dem Kino? Ich habe möglicherweise mal in einem Kino gearbeitet, ja. In einem anderen Leben, unter Umständen. Ja, du bist es, Mann. Was war das noch gleich für eine Sekte, in der du da warst? Irgendwas mit Gräueln. Die Bruderschaft des Endes der Welt war keine Sekte, das war eine alternative Religion. Und es waren keine Gräuel, sondern Gruel. Gruel der Einzelt, Alter. Der Endzeitler, so rum. Ach ja, richtig. Wie ist die Sache ausgegangen? Ist es euch gelungen, das Ende der Welt herbeizuführen? Ich habe dieses Leben hinter mir gelassen. Oh? Es war einfach nichts für mich. Aus dem gleichen Grund bin ich bei den Freimaurern ausgestiegen. Ursprünglich bin ich ins Kulte abgetaucht, um Mädchen kennenzulernen. Verstehst du? Aber in diesen alten Männerclubs gibt es nichts als alte Männer. Und wie war nochmal dein Name? Ich bin der Obergiftmann. Das ist der einzige Name, den du kennen musst. Natürlich, ich brauche diese Information, um dein Schließfach zu finden. Da muss es einen Hinweis zu diesem Dämon geben. Du musst es irgendwo Aufzeichnungen darüber geben, wem welches Schließfach gehört. Wie war das gerade? Oh, ich hatte vergessen, dass ich noch mit dir spreche. Irgendwas über Körperwaffen? Das ist Basketball. Und verschwinden. Was? Keine Verabschiedung? Nein. Du versuchst, meinen Freund zu töten. Wir sind eher Bekannte. Regelverstoß. Noch ein Regelverstoß. 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 Nochmal. Okay, dann Dämon. Okay. Wer bist du denn? Ein sitzender Wrestler. Hinaus. Und ein Hinterstübchen. Mike Schnauzerfrau. Jungo Roberts. Anouk Anderson, David Farrelly, Jack René. Ich muss mich korrigieren, 3D ist die Zukunft. Ich kann nicht reden, Kumpel. Ich habe es mit einer Kraft und muss mich konzentrieren. What the fuck? Das Mädchen, Lager, Mülltonnen, Leiter, meine Fresse, gibt's ja noch hier. Ich habe mal gesehen, wie ein Mann mit diesen Mülltonnen trainiert hat. Er war riesig, der größte Mann, den ich je gesehen habe, mit großen, fast mechanischen Armen. Er hat die Mülltonnen aber über seinen Kopf gehoben, gebrüllt und den Inhalt gegessen. Man nannte ihn die Müllabfuhr. Er kommt jeden zweiten Dienstag. Was ist das? Ah, das hier, darin bewahre ich mein Wrestling-Outfit. Sonst nichts. Hm. Verdammt, wo bleibst du, Butch? Alles in Ordnung? Was? Oh ja, ich warte nur auf jemanden, der mich abholen soll. Mein Kampf war ganz am Anfang. Ich bleibe danach nie lange. Oh, du hast hier gekämpft? Aber ohne Kostüm erkennst du mich natürlich nicht. Wirklich? Ja, ich kämpfe unter dem Namen die Entsetzliche. In einer Art Jedi-Kostüm. Hm. Eine sehr haarige Angelegenheit. Ja, so klingt das. Hinterstübchen, Lager oder nach oben? Ganz ehrlich, wir gehen erstmal da drin ins Hinterstübchen. Eine Trophäe, Aktenschränke. Hä, obwohl, das ist wahrscheinlich doch erstmal das, was wir später brauchen. Okay, wir haben also doch noch so einiges vor uns. Guck mal, vielleicht habe ich auf dem Dach ein bisschen mehr. Der Mond ist ein großer Fan, der kommt fast immer zu. Er ist auch physikalisch sehr groß. Ein Schornsteinrohr aus rostfreiem Stahl. Vermutlich gehört es zum Heizungssystem. Von hier oben kann man in den Ring sehen. Hm, Duli, da scheint ein Käfig runterzuhängen. Bitte, Senor. Wenn du mir bei dieser Ermittlung helfen willst, musst du mich bei meinem richtigen Namen nennen. Siehst du diesen Käfig, El Dulio? Der könnte nützlich sein. Gracias. Der ist für die Kämpfe im Riesenkäfig, die ab und zu stattfinden. Das sind ziemlich schöne Spektakel. Interessant.
Okay, aber was heißt das für uns, für die Zukunft? Machen wir den Mund. Krieg, das müssen wir noch mit der 3D-Brille machen. So, Freunde, aber ganz ehrlich, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir noch das Lager betreten und natürlich ins Hintenstübchen gehen. Oh, eine Skyline gucken wir uns natürlich jetzt gerade noch an. Und dann sage ich schon mal jetzt, ciao, ciao, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt The Dark Side, Detective Fumble in the Dark hier auf meinem Kanal. Schaltet wieder ein, lasst einen Daumen hoch oben da, schreibt was in die Kommentare, empfehlt mich gerne weiter. Oder, wenn ihr es nicht machen wollt, ist nicht schlimm. Da sage ich noch ciao, ciao, wir gucken uns die Skyline an und bis zum nächsten Mal. Sieh ihr das an, dafür tun wir, was wir tun, damit all diese Leute dort friedlich schlafen können. Du wrestlst, damit die Leute einschlafen? Du wrestlst, damit sie sich lebendig fühlen und wach. Okay, na dann, ich sag nur ciao, ciao und bis dahin.